zum System Talk. Wir sind Ja. begeistert schon wieder mittendrin und jetzt läuft die Aufzeichnung. Es geht um, früher hat das Gehalt für beide gereicht, ja, und die ganze Familie. Und dazu hatten Sie jetzt eine Idee. Nein, gar nicht eine Idee. Ich praktisch irgendwie seit den 80er Jahren, das schreibe ich immer wieder, das will keiner hören oder ist vergessen. Gibt es eine Studie, The Future of Automobile, Ja. über Toyota Management. Und da ist rausgekommen, also die Japaner haben sich damals bemüht, sozusagen Mudamuri, ich kann das ja nicht alle auswendig. Also man soll nichts verschwenden, keine Maschinen überlasten, keine Menschen überlasten, den Menschen ehren und möglichst wenig Störungen haben, dass man beim Callcenter anrufen muss und so weiter. Man soll keine Warteschlangen haben und so, es soll alles glatt und reibungslos laufen. Das sind so quasi die Prinzipien. Und da haben sich die Leute die Augen gerieben. Das ist im Grunde, das kommt aus Amerika eigentlich. Das ist Qualitätsmanagement von Deming. Das ist aus den 50er Jahren. Das ist dann über Amerikaner in Japan wirklich von Toyota dann installiert worden. Also die haben es dann echt wissen wollen und gemacht und haben dann einen großen Vorsprung gehabt vor den anderen Autofabriken. Ich habe mal so Anekdoten gelesen. Dass die Amerikaner, weil General Motors sagen, stellvertretend, ich weiß nicht mehr, wer es war, Ford oder so, die haben die Fabriken in Japan besichtigt und sind zurückgekommen und haben gesagt, die schummeln. Also sie haben uns wahrscheinlich nicht die Wahrheit gesagt. Und wir nehmen an, dass sie unterirdisch im Keller dann die Autos reparieren, die nicht richtig. Also. Nein, es ist ja in Amerika so gewesen, dass man die Kühlschränke nach der Produktion nochmal überholen muss, weil sie Ja. nicht funktionieren. Also, Ja. das ist in der Chip-Produktion, nennt man das Yield. Also, ja, also einige Prozent der Chips werden dann aussortiert nach dem Testen und weggeschmissen. Und das fängt so mit Yield 5% an und geht dann zum Schluss, wenn die Fabrik lernt, auf über 90. Und bei den Autos musste man alles nacharbeiten. Und die General Motors meinten, dass sie. Dass wahrscheinlich da noch ein Keller ist, wo sie das nacharbeiten. Das ist Und niedlich. Toyota hat ein Prinzip entwickelt, also Qualitätsmanagement, dass es gleich klappt. Ja. So. Und das hat man untersucht und dann hat man festgestellt, dass ungefähr unsere ganze Wirtschaft, das ist so in den nächsten 10 Jahren rausgekommen, völlig verschwenderisch lebt, sich alle möglichen Sachen leistet, Ausnahmen zulässt, Warteschlangen und so weiter. Und das sind drunter und drüber und das ist gar nicht richtig gemanagt. Und das hat man dann mit Schrecken zur Kenntnis genommen, gelernt. Und dann ist so eine ganze Beraterindustrie, glaube ich, entstanden, die jetzt sozusagen das Fett wegmachen wollte. Also praktisch, dass wir sozusagen üppig leben. IBM ist fast pleite gegangen, damals in Mitte der 90er. Und dann hat man jeden Luxus abgebaut. Um mit Corona gleichzuziehen. Und dann, ja, dann ist dieses Luxusbauen irgendwie jetzt völlig übertrieben. Also, sie machen das seit 30 Jahren. Ja, um die Geschichte kurz zu machen. Also, dieses Einsparen ist jetzt überall losgegangen und man spart jetzt an jeder Ecke ein. Und man hat lange so einfach noch in den Dingen gespart. Dann haben sie angefangen, die Uhr bei IBM, man kriegt eine goldene Uhr zu einem 30-jährigen Jubiläum und 6 Wochen Urlaub. Es ist relativ viel, 6 Wochen. Also ja, wenn man das auf 30 Jahre verteilt, ist ein Tag, also das ist ein halbes Ja, ich verstehe Jahr. es. Ja, also man kann, ist praktisch 1% Gehaltserhöhung oder sowas. Und da sind dann viele Leute, haben dann nach dem 30-jährigen Leben eine Kreuzfahrt gemacht. Das ist weggefallen, dann sind die Betriebsfeiern weggefallen. Dann haben sie gesagt, Fasnacht, das war jetzt gerade, wer da unbedingt zum Umzug wählen soll den Urlaub nehmen Das dafür. erinnert mich an diesen Film Robin Hood mit Kevin Costner, wo der Sheriff of Nottingham ganz, ganz verärgert sagt, und Weihnachten fällt aus. Ja, und dann sagen sie, ja, und jetzt fangen sie doch langsam an, auch die christlichen Gebräuche zu demontieren. Also praktisch, wir sollen eigentlich an den Tagen dann noch mehr konsumieren. Also wir hätten gerne noch sowas wie Valentinstag, was kein Feiertag ist, aber viel, viel Konsum erzeugt.
Und da sind sie dran gegangen und in den Ende der 90er Jahre haben sie dann das Personal abgebaut mit wahnsinnigen Abfindungen. Also da sind Leute total glücklich gewesen. Die sind zum Teil mit 55 in Ruhestand gegangen und hatten dann das Gehalt sozusagen Lifetime. Ja, also ging eher besser als mit Arbeiten. Ja. Die sind auch dann umgezogen. Viele haben bei IBM, hat man dann wieder getroffen bei kleinen IT-Firmen, die haben gesagt, wir haben nur noch einen halben Vertrag. Also 4 Stunden am Tag und sie arbeiten dann 6 und es geht ihnen gut. Also die Überstunden sind wie immer noch da, aber es geht ihnen gut. Und das war Golden Handshake. Und dann ist man langsam übergegangen, immer mehr zu sparen. Ja, so zündet man die Mitarbeiter als Kerze von 2 Seiten an. Ne? Ja, und das endet heute daran, dass unser Briefträger halt im Laufschritt ist, dass er sein Pensum schafft und auf einen vernünftigen Stundenlohn kommt. Wie gesagt, die Ursprungsfrage war mit den Frauen. Das ist in diese Mühle gekommen. Also man fängt dann auch dann doch betriebsbedingte Kündigungen zu machen. War das nicht auch der Gründer von Ford, der irgendwann mal gesagt hat, es gibt nichts Schlaueres, als die Frauen mit reinzunehmen, weil dann können wir das Gehalt insgesamt halbieren? Ja, natürlich. Ja, dann haben wir mehr Arbeitskräfte und so weiter. Ja. Und das hat man jetzt alles zu Schanden gefahren. Und jetzt kann man praktisch oft noch so, also wenn man beide arbeiten und 2 kleine Kinder haben, dann wird es schwierig. Ja. Dann kann man die Miete nicht mehr bezahlen. Es ist auch so, dass die Fixkosten des Menschen steigen. Also, was wir für normal halten. Also, dass man ein Handy hat und 10 Gigabyte und mindestens oder so Vertrag und weiß ich, Sky. Habe ich gar nicht. Meins ist meistens aus. Ich mag das nicht so erreichbar zu sein. So sagen wir mal, wir brauchen ja alle Strom und Gas und so weiter. Ja. Und ich meine, ich bin aufgewachsen mit Strom nur im Wohnzimmer für Licht. Ich glaube nicht, dass. Wir hatten Licht und dann Telefon, das braucht ja fast gar keinen Strom. Also das damals. Ich erinnere mich noch daran, wir hatten damals diese Eisenmülltonnen, die sind gerade mal ein Drittel so groß wie heute die normalen Mülltonnen. Und die haben für die ganze Familie, haben die wöchentlich oder zweiwöchentlich abgeholt? Ich glaube, das war sogar noch, eine Zeit lang war es sogar noch zweiwöchentlich, aber da bin ich gar nicht sicher. Ja, ich kann mich gar nicht erinnern. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir überhaupt Müll abholen. Also, na, das wird schon gewesen sein, denke ich, oder? Naja, okay, Sie sind... Es war aber kein so ein Thema, dass ich mich überhaupt nicht dran erinnern kann. Ich verstehe. Also wir haben hier einen Bauernhof gehabt, dann Biomüll ist auf den Komposthaufen gegangen und an den Rest kann ich mich nicht erinnern. Die Hildesheimer Allgemeine, also der Papiermüll, das war relativ groß, die Zeitung, die musste ich in 6 Teile zerteilen, also so einmal runter und dann 3-mal in Quadrate. Und das war unser Toilettenpapier. Ich hatte lange Zeit keins. Daran erinnere ich mich bei meiner Uroma. Die hatte sogar noch das Plumpsklo draußen. Ja, mit dem Zitronenpulver. Wir hatten auch eins, also wir hatten, weil mein Vater war ja jetzt echt Bauer, also hatten wir gepachtet als Flüchtlinge. Und wir waren sozusagen der Bauer, das war schon relativ privilegiert und hatten ein echtes Klo, also so eins. Ja. Und auch, das war so ein, und auf der anderen Seite, das ging noch weiter, also mit einer Mauer dazwischen, da waren dann die Plumpsklo mit 3 oder 4 Sitze für die Leute, die auf dem Hof waren. Das haben wir nebeneinander gesessen. Das mussten wir jetzt nicht direkt. Also das war. Gab es Lieder zu, ne? Auf dem Schwebebalken saßen 3 Gestalten. Kennen Sie das noch? Wie gesagt, das ist alles so dann erodiert. Also praktisch, ich glaube, so in den 80er Jahren. Ich glaube auch, dass so durch das Erscheinen von SAP R3. Oh ja, danke. Das Zahlenmanagement möglich wurde, was jetzt immer so geht. Und das wird immer schwieriger, immer schwieriger. Also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, und zwar nebenberuflich, und ich war schon als Kind begeistert von Ergonomie. Also Frank B. Gilbreth, ja, war so mein Kindheitsheld. Im Dutzend billiger, haben Sie das mal gelesen? Im Dutzend billiger mal gelesen. Frank B. Gilbreth sagt Ihnen aber was, ne? Der ist damals in die Betriebe reingegangen, Ford und so weiter, und hat gesagt, zeigen Sie mir den faulsten Kerl im Laden. Ich meine, den Typen, der so faul ist, dass der Slipper trägt, weil er keine Lust hat, sich morgens die Schnürsenkel zuzubinden. Ja? Und den hat der studiert, um herauszufinden, wie man Bewegungsabläufe abkürzen kann, also ergonomisieren kann. Ne? Galbraith war dann ein Schüler von ihm.
Da ist der Varoufakis, die Familie ist bekannt mit den Galbraiths. Und da sieht man auch noch die Linie sich durchziehen, auch im Denken, auch im politischen Denken. Super spannend. Und der Frankie Gilbreth, der erzählt diese eine Geschichte, er ist mal so weit gegangen, dass er versucht hat, sich mit zwei Rasierklingen gleichzeitig zu rasieren. Und war dann so wütend, weil er sich geschnitten hatte und ja, es 2 Minuten gedauert hat, das zu reparieren. Ich habe auch so einen Spargelschäler geschenkt bekommen, der an beiden Seiten schneidet. Ja. Das kriegt man nicht koordiniert. Also dann lässt man, das ist dann hypereffizient. Ja. Wie gesagt, also wir sehen, also praktisch, ich habe das jetzt seit langer Zeit gepredigt, dass die Menschen zu Schanden gemacht werden. Also dann, dass man einfach sagt, die Frau muss mitarbeiten und dann hat man ja 2 Gehälter. Und dann kann man die auf die Hälfte senken, genau. Dann ist es alles wieder wie vorher, nur genau. Man hat Vollstress und dann kriegen die Leute weniger Kinder und so weiter. Das hat der Sozialbereich wird immer weiter ausgebaut, die Fixkosten des Menschen steigen, also das, was man ans Geld haben muss, um Strom, Heizung und eine Wohnung zu haben, ja? Dadurch, dass in den auch dir der Wohnraum nicht mehr bezahlbar bleibt und so weiter und so weiter. Und das nimmt überhand. Ja, das hat und auch das wird politische gesellschaftlich, Folgen. systemisch Ne? Ja, nicht genau. gesehen. Also die Leute sehen nur an bestimmten Brennpunkten, also dass die Krankenhäuser überfüllt sind und dass die Bundeswehr gar keine Waffen mehr hat. Ja, also die machen ein halbes Jahr Diskussion um 15 Panzer. Ja. Ja, naja, also es wird die nicht funktionieren nicht und so weiter. Und da sieht man daran, dass es alles totgespart ist. Und dass dieses Totsparen ist aber überall. Und das ist heimlich eben bei den Arbeitszeiten. Also ich habe mal gemessen, also es ist wirklich so, dass wir bei IBM 35-Stunden-Woche hatten. Und ich habe, glaube ich, letztes Mal im Tor gesagt, ich habe die nach Hause geschickt nach 35 Stunden. Ja, ist auch gut so. Also das Feierabendprinzip ist ja auch und das wichtig ist aber für heute. Regenerierung. Heute ist 50-Stunden-Woche Usus irgendwo in IT, wenn das reicht. Ja. Und dann frage ich immer, wo sind jetzt die 50% Überstunden? Also die sind irgendwie verschwunden. Ja. Man müsste jetzt auch mal sehen, ob die Effizienz wirklich höher geworden ist in der letzten Zeit. Ja. Und ob man nicht einfach, ob sich nicht alle aufopfern. Und die systemischen Konsequenzen, da würde ich gerne kurz auch was zu sagen, nämlich wir sehen es auch auf der politischen Ebene, jetzt auch aus Perspektive von der Fähigkeit des Individuums mit Komplexität umzugehen, ist klar erkennbar, dass jetzt auch durch die neuen Medien, durch die Internetmedien und so weiter, sich also immer mehr rhythmisiert, dass Menschen nur noch über eine Dimension ihre Probleme lösen können, ne? Links-rechts Konflikt und so weiter. Und Gesellschaften, die so weit gehen, dass sie ihre Bürger oder ihre Menschen, das ist besser gesagt, auszubrennen beginnen, bekommen auch keine freien Bürger mehr, die frei noch denken können, um ihre Kreativität reinzutragen, damit sich das auch politisch und wirtschaftlich reflektieren kann. Und so trägt exakt dieses Phänomen, was Sie beschrieben haben, heute mit dazu bei, dass die großen Krisen nicht bewältigt werden können. Ja, ich meine, ich habe ja auch Wirtschaft studiert und immer gestaunt, wie simpel das alles gesehen wird. Oh ja. Ja, also das heißt, das also praktisch, was ein normaler Manager macht, also der Wirtschaftswissenschaft ist ja auch schon irgendwie weiter, aber was an den Leuten hängen bleibt, ist, dass sie vor Excel-Tabellen sitzen und What-If-Analysen machen. Also was ist, wenn ich jetzt den Preis um 5% anhebe, was kommt dann raus? Ja, das ist Flachland-Universum. Ja, sie überlegen nicht, also da gibt es ja jetzt so simple Bücher sozusagen, wo entsteht der nächste Engpass oder was wie reagiert jetzt die Konkurrenz drauf, das kann man noch schon, es ist auch erst, glaube ich, in den 90er Jahren Nobelpreis für Spieltheorie vergeben worden. Ja, das ist korrekt. Aber ja? Richtig durchgesetzt hat sich das bis heute nicht. Also nein, ich habe in den 80ern meine Diplomarbeit geschrieben. Und zu Management by Conflicts. Das war ein systemisches Konzept von Joachim Krink. Und in unserem Studium hatten wir das große Glück, dass sein Freund und Kollege, der Hans-Lüder Haas, der hat damals bei VW mit mobilisiert. Ja, dass der auch einen systemischen Ansatz hatte. Guck mir meine Diplomarbeit heute an und schau mir an, worüber heute die Leute und vor allen Dingen Betriebswirte reden. Und stell fest, da hat sich nicht nur kein Stück bewegt, das ist teilweise wirklich zurückgefallen hinter die 80er Jahre.
Ja, das liegt ein bisschen, also ich mag das nicht, das liegt ein bisschen an den Berater-Hypes. Ja, Was also, mögen Sie nicht, die Berater-Hypes oder die dass es Berater, zurückgefallen nein, die ist? verkaufen einfach einen Parameter. Jetzt gehen wir an die Qualität, dann gehen wir an die Diversity. Das Schlimme an den Hypes ist, dass sie sich langsam irgendwie in den Wolken auflösen. Also praktisch, also früher konnte man wirklich noch irgendwas machen, also irgendwas einsparen oder die Produktionslinie optimieren oder so. Das war noch irgendwie so hardcore und hatte auch Auswirkungen. Und jetzt überlegt man sich eigentlich nur, also ob man einen Purpose hat für die Firma, Sinn Wertschätzungskultur, hat und ja. was die Diversity-Quote ist und so irgendwie, dass man Digitalisierung anfängt und Agilität einführt und so weiter und so weiter. Ja, Und also das sind einige fangen an zu begreifen, dass Komplexitätsmanagementfähigkeit eine große Rolle spielen, dass auch Kommunikationsformenanalysen, wie wir das vorschlagen. Also wir haben einen Formkalkül entwickelt, mithilfe dessen wir jetzt dazu in der Lage sind, Formen von Kommunikation als System abbilden zu können, am Computer zu emulieren, um zu zeigen, was ist die Funktionalität, bildet dieses Kommunikationssystem wirklich das ab, was die Leute glauben, was da passiert, ja, oder ist das was völlig anderes und wie komme ich von A nach B? Und da lässt sich enorm viel an der Kommunikationszeit sparen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor für die Erholung der Mitarbeitenden. Weil wenn sie die ganze Zeit nur Kommunikationssysteme am Laufen haben, wo sehr viel Zeit damit verschwendet wird, sich gegenseitig zu rhythmisieren, ja, aber die Organisationsziele treten dadurch in den Hintergrund, dann beuten sich im Grunde genommen die Mitarbeitenden schlussendlich gegenseitig über dysfunktionale Kommunikation noch zusätzlich aus. Ne, und das braucht kein Mensch. Ja. Also da ist noch eine Menge drin, tatsächlich auch an Zeitersparnis, aber auch im Sinne von Entspannung. Ja, soziale Entspannung, Erholung und so weiter, im Miteinander arbeiten. Aber um das tun zu können, muss man dazulernen. Und das wollen viele heute nicht mehr. Ja. Sie möchten gerne am liebsten so an Empathie und Soft Values rumschrauben, ne? Wertschätzungskulturen bauen und so weiter und merken gar nicht, wie das in neue Erziehungssysteme reinläuft. Ja, wir erziehen uns jetzt gegenseitig dazu, dass wir einander wertschätzend begegnen. Ne? Wo kriegen Sie da noch Kreativität rein? Ja, wo kann dann noch der Pogo getanzt werden? So nenne ich das aus dem Punk. Ja, Pogo tanzen. Wo geht das noch? Kreative Leute, das haben Sie letztes Mal ja auch gesagt, sind immer ein bisschen anders, ne? Und immer ein bisschen ungemütlich. Ja, man muss vieles tolerieren, oder? Ja? Ja, klar. Sind hemdsärmlicher, so, ja? Ruppig oft auch, ne? Man Und direkt. mag dann lieber Kinder, die so Klone sind von so echten Deutschen. Und ja, wir haben jetzt gerade Ja, hier eine Auseinandersetzung gemacht. Da sagt der Kleine, er braucht ein neues Glas Marmelade, das ist jetzt leer. Dann sagen wir, da ist noch aber so für drei Brötchen drin. Ja, und da bildet sich so ein Charakter, dass der eine sagt, das Glas ist leer und der andere sagt, nein, es ist noch nicht. Oder, ja. Dann, ja, ich ja, die verstehe, was du kreativen meinst. Menschen sind bei sowas irgendwie so, irgendwie, es ist egal, sowas. Also kommen, ja, die sind brustiger und die anderen sind genauer. Und da bildet sich irgendwie sowas aus. In Deutschland möchte man lieber die genaueren haben. Ich denke, es geht beides. Also jetzt aus der Perspektive von Komplexitätsmanagement sehe ich immer wieder, ne, Leute wie Sie zum Beispiel. Mathematik drauf, ja, dann sehen, okay, andere Menschen kommen nicht richtig mit bei der Arbeit, bei der Art, wie ich bin. Also führe ich jetzt hier Wahrheit, Lockerheit und so weiter mit ein und dann geht das wieder. Ja, das ist so ein Prozess des Dazulernens. Ich meine, wir laufen ja nicht nur mit einem Hirn rum, sondern mindestens mit zwei. Und wenn ich das Corpus callosum noch mit dazu nehme, dann haben wir drei Hirne, ja, die wir nutzen können. Ja, aber das ist ein schwerer, ich weiß nicht, ich habe lange daran gearbeitet, dass das so ist. Also, dass man, ich hab so Bücher gelesen, die sind nicht en vogue, wo zusätzlich zu den Persönlichkeitstypen die Schwächen besprochen werden, bis hin, dass sie verrückt sind. Also Mathematiker werden dann irgendwann zynisch oder haben Weltverschwörungstheorien oder sowas, ja. Nachvollziehbar, ne? Und ja, die werden dann so sehr, es gibt ja diese ganzen Informatiker, Mathematiker, Nerdwitze und so weiter. Ja. Und, wenn auf dem absteigenden Ast der Persönlichkeit wird man dann immer zynischer und bösartiger und dann glaubt man, die Leute haben was gegen einen. Es liegt aber an einem selber, dass man auch komisch ist, ja. Ich habe überall die dunkle Seite der Persönlichkeit, so ein paar Bücher hier, die gibt es nicht viele, weil sich das natürlich nicht verkauft.
Also praktisch die meisten Bücher, so die jubeln immer, jeder Mensch ist wertvoll und lerne die wertvollen Seiten deiner Persönlichkeit kennen. Das Marketing. Das ist ja nicht der, das ist ja nicht der Punkt, sondern man muss die böse Seite kennenlernen. Und dann merkt man, dass einem sozusagen, wenn man die böse Seite von sich selber so ein bisschen im Spiegel sieht, dann merkt man, dass einem die Attitüden der anderen Persönlichkeiten fehlen. Und dann lernt man diese anderen Intelligenzen dazu, kann man ja sagen. Also wir haben hier mit unserer Forschung starten wir fast 30 Jahre allein da. Einfach weil wir haben in den 80ern gesehen, so wir müssen etwas bauen, das Menschen dabei hilft, dass sie endlich sagen können, was sie meinen und meinen können, was sie sagen. Ja, weil nur wenn du das wenn sie das schaffen, das war jetzt ein kleines Du, ja, wie ein etwas kleineres Mann. Nur wenn das gelingt, können wir auch Kommunikation ganz anders aufsetzen und auch Bildung ganz anders aufsetzen. Aber in dieser Zeit ist so viel Ablehnung passiert und so viel, ja, wir haben da auch die dunkelsten Leute kennengelernt. Die ersten, die auf neue Forschung gehen, wenn sie ein Außenseiter sind, das sind Narzissten. Ja, also haufenweise Narzissten, die dann versucht haben, das auszubeuten, was wir tun. Und diese dunkle Seite der Persönlichkeit, von der Sie sprechen, das hatten Sie auch vorher gerade angedeutet, durch diese ewige Ablehnung, ist das auch leicht, ja, dann dahin zu verfallen, anzufangen, zynisch zu werden, boshaft zu denken und so weiter. Aber mir ist dabei auch immer wieder aufgefallen, ich lebe ja mit anderen Menschen zusammen und ich sehe meine eigenen Schwächen auch mit als Resultat gesellschaftlicher Schwächen. Ich kann das nicht voneinander trennen. Und so kann ich niemand anderem den Vorwurf dafür machen, wenn er oder sie sein evolutionäres Potenzial nicht ausformen kann, wenn Gesellschaft das verbietet. Ja, und so ist da der Ausweg da. Ich habe mal Persönlichkeitstests-Ergebnisse erbeten, haben aber Antworten leider nur so Klone von mir, so ein bisschen, weil das ja das ist sehr verfälscht. Also ich habe das mal gemerkt, ich habe nach der Republika 2011 wahnsinnig viele Zuschriften bekommen mit Persönlichkeitstestergebnissen und die waren völlig biased, also völlig verzerrt. Also es gibt so einen speziellen Typ, jemand, der immer Sinnpredigt, sehr tiefsinnig ist, sehr komplex ist, die komplexesten von allen. Und die regen sich dauernd auf, dass die Welt so sinnlos ist. Und irgendwann explodieren sie und werden Klimakleber oder so. Also, okay. So ein Burn. Und solche Leute, die sind so 2% der Menschheit, die so denken. Und die von den Resultaten, die ich nach der Republika bekommen habe, waren 50% von dieser Sorte, nicht 2. Und da kann man sehen, dass die sozusagen in verschiedenen Kulturblasen die Leute auch psychologisch ganz anders gestrickt sind. Naja, klar, gleich und gleich gesellt sich gerne. Ja, bei IBM zum Beispiel haben sie das irgendwo anerkannt. Für Nerds, so wie mich, gab es echte Kongresse. Also wir sind als ich war dreimal, gehörte ich zu den Top 100 oder 200 Performern von den 400.000. Und dann wird man mit Frau Business Class irgendwo nach San Francisco in das Fairmont Hotel, wo die Serie stattfand, das Hotel damals, verfrachtet und kriegen dann Vorträge von Nobelpreisträgern oder Leonard Bernstein kommt. Mhm. Und so. Wenn man aufs Hotelzimmer kommt, dann liegt da eine CD mit Signatur und ganz. Mhm. Ja, und meine Frau verzeiht mir dann alle Überstunden für. Ich habe auch einmal im Sinne von IBM echt gearbeitet, also Umsatz angeschafft, und da war ich bei den Vertriebsperformance, also das ist eine andere Zweig, also die Vertriebler. Und die wurden dann mit Bussen irgendwo zu zentralen Schiffen oder so, dass sie so eine Kreuzfahrt machen. Und dann gab es also beim Einsteigen vom Bus schon Aalbrötchen und Champagner bis zum Abwinken. Und das ist ja eine Kombo. Dann kamen wir irgendwo an so einem Pier an und dann war eine Blaskapelle da und es war immer zu laut und so weiter. Das ist anders. Und man hat sozusagen artgerechte Events gemacht bei IBM. Ich glaube, die sind alle wieder abgeschafft. Ich weiß es nicht. Ja. Schon lange her. Und mit solchen Sachen habe ich mich lange befasst. Also da bin ich ein bisschen, müsste ich mit Ihnen noch länger diskutieren, ob man dann überhaupt sagen kann, was man meint, weil ich habe mich lange in diese verschiedenen
Blasen reingedacht. Und das ist schwer zu sagen, was jede Kultur meint, wenn sie ein Wort ausspricht. Ja, also, naja, also ein blödes Beispiel. Darf ich gleich ein Beispiel? Ja, natürlich. Liebe oder so. Oder ich habe sarkastisch mal ein bisschen geschrieben, dass die ordentlichen Menschen, wenn man sie fragt, gehören Liebe und Sex oder hat das was miteinander zu tun? Ja. Und dann sagen so normale, brave Bürger, sagen, Liebe und Sex müssen immer gleichzeitig sein. Und dann sage ich, in welchem Prozentsatz? Und dann sagen sie immer 50%. Also okay. Weil es keine andere Antwort gibt von Leuten, die logisch denken. Die intuitiven Leute, also in den Test, die sagen, ich bete meine Frau an und schenke ihr rote Rosen. Und Sex machen wir auch, aber das ist was anderes. Ja. Das sind andere Dinge. Und dann gibt es die körperbetonten Menschen, die sagen, komm, Sex und Liebe haben gar nichts miteinander zu tun und Sex ist auch gut so, also einfach so. Da sind so Bedeutungsfragen, die sind ganz schwer zu klären, weil jeder Mensch eine andere Vorstellung davon hat. Und da muss man wahrscheinlich in verschiedenen Vorstellungswelten die Bedeutung neu kodieren, glaube ich. Ja, ganz genau das haben wir gemacht. Wir haben ein System entwickelt von 320 Referenzen oder Konzepten, mithilfe derer jetzt jeder hingehen kann und seine eigenen Konzepte bauen. Ja, so, wenn Sie mich fragen, zum Beispiel, Frau Pein, was verstehen Sie unter Liebe, würde ich sagen, unter Liebe verstehe ich, erwarte die Erwartung des anderen und mach den anderen zum Motiv, über dich selbst hinauszuwachsen. Das ist mein Konzept von Liebe. Ja, das befindet sich natürlich auf einer sprachlichen Ebene, aber ich habe auch einige Referenzen zu Gefühlen, die sage ich jetzt mal nicht, das geht keinem was an, das ist mein Privatleben. aber das ist möglich. Das heißt natürlich nicht, dass wir damit in Tiefe durchdringen können, wie wir empfinden oder die Ambivalenzen mit auffangen, die überall mitspielen. Aber wenn Sie einen Grundset an Ihrer ureigenen Begriffe jetzt mit unserer Formweltsprache referenzieren, dann haben Sie zumindest einen Ausgangspunkt, auf den Sie dann andere auch verweisen können. Ich kann zeigen, wie habe ich meine Referenz zu Liebe gebaut. Und dann kann jeder andere da reingehen und das nachvollziehen und dann überlegen, will ich das genauso machen oder nicht? Nee, ich will das anders machen und dann überlegen, wie er oder sie das macht. So ist Individualität auf der einen Seite gegeben, aber auf der anderen Seite auch eine gemeinsame Basis über ein universelles Referenzsystem. Ja, und dahinter liegt dann noch eine Formlogik. Ich schicke Ihnen da mal ein bisschen was, dann dürfen Sie mal Ihr mathematisches Hirn daran ausknobeln. Aber das haben wir halt gemacht mit der Idee, dass wir jetzt immer wieder sehen, wie passiert es, dass Menschen sich selbst überrumpeln, wie kommen diese Streitereien zustande? Nee, das ist Freiheit, nee, das ist Freiheit. Und zack, bumm, prügelt man sich da wieder gegenseitig die Köpfe ein. Oder wie gelingt es nicht, dass Kunden zum Beispiel im Dienstleistungsbereich früh erfasst werden können mit ihren Bedürfnissen? Ganz einfach, weil sie ihre Konzepte nicht klar haben. Ja, weil sie selbst gar nicht genau wissen, wie mache ich das jetzt, dass ich sagen kann, was ich brauche. Ne? Und das geht mit Formwelt. Ich habe da Workshops gemacht mit Putzfrauen und Fabrikarbeitern. Also es waren tatsächlich Frauen, insofern darf ich das jetzt sagen. Das war lustig, weil wenn sie Definitionen haben, dann stehen sie da draußen und die müssen auswendig gelernt werden. Bei Formweltreferenzen ist das so, sie bauen die in ihrem eigenen Bewusstsein nach. Da waren hinterher Leute, die haben also völlig entspannt über multiple Konstitutionen und doppelte Kontingenz geredet. Das waren ihre Konzepte. Ja, sie haben sie selbst in sich nachgebaut und dadurch einen ganz anderen Zugang zu Systemtheorie jetzt zum Beispiel zu solchen Konzepten bekommen können, weil es nicht mehr irgendetwas war, was man auswendig lernen muss. Das geht ja dann links rein und rechts raus und dann ist man hinterher abhängig von den, weiß ich nicht, Wortakrobaten, die da lumanianisch rummachen oder so, ohne jemals die Praxis zu erfassen. Ne? Und das machen, wir haben halt mit Formwelt was gebaut, wollen wir jetzt auch eine Online-Plattform bauen, sodass dann also international auch damit gearbeitet werden kann, sodass Kinder ihre eigenen Curricula entwickeln können, ne? Solche Geschichten. Also das ist jetzt, das ist unser ja, Geschenk sozusagen an die Menschheit. Da habe ich 1988 in einem Ashram Luhmann, Maturana und sowas kennengelernt und Quantenphysik und so weiter. Habe gedacht, wow, okay, irgendwie muss es dir gelingen, was zu bauen, das dir hilft, dass du selbst besser weißt, wovon du redest, wenn du über irgendwas redest. Und habe dann was angefangen, Modeling habe ich das genannt und bin damit zu meinem heutigen Mann, Ralf. Und der meinte, ja, ich mache gerade was Ähnliches, aber wir müssen die Maschinen mit an Bord holen. Das heißt, wir müssen gleich ein Referenzsystem bauen, das wir auch einer KI beibringen können. Weil dann können hinterher Mensch und Maschine zusammen Bedeutung erzeugen.
Naja, und das haben wir gemacht und jetzt sind wir dabei, für die Plattform Funding zu suchen, damit hinterher also alle global darauf arbeiten können. Das nur mal ganz kurz. Was ich noch dazu sagen möchte, Sie legen Wert auf unklare Formen. Ich auch. Ja, also das Kunst lebt davon, dass Dinge auch unklar bleiben dürfen. Das heißt, meine Idee ist nicht hinzugehen und allen zu sagen, von jetzt an musst du nur noch sagen, was du meinst. Ja, da kommen wir ja keinen Schritt weiter, sondern das ist einfach ein zusätzliches Tool für mehr Klarheit in Kommunikation und Denken. Ja, gut, ich meine, es ist halt, wenn man die Wörter zu hart fasst, also die Bedeutung zu hart fasst, dann streitet man sich dann doch, welche besser ist oder so. Ja, das macht ja nichts, ne? Das darf man ja auch, soll man ja auch machen. Ja, ja, aber manchmal ist es besser, wenn man das so ein bisschen fuzzy lässt. Ja, auf jeden Fall. Man sagt, das ist jetzt frei oder das ist lieb oder wertschätzt. Ja, mache ich auch. Und also, wenn die Leute anfangen, genau zu werden, was meinst du damit, dann endet ein Streit. Den kann man vermeiden, indem man es vielleicht irgendwie schärfer lässt. Also weil es geht. Letztes Mal besprochen, also ich habe hier aus der Linguistik habe ich die Wörter kernprägnant und randscharf kennengelernt. Am Telefon haben Sie mir das. Am erzählt. Telefon. Ja. Von Bernd Schmidt. Habe ich das Bernd Schmidt? Ich weiß nicht mehr. Irgendwo habe ich das gefunden. Ja. Und das beschreibt es ganz gut, also dass man einfach sagt, Liebe hat, alle haben eine Vorstellung davon, aber unter Umständen eine verschiedene. Aber so im Kern wissen sie, wovon sie reden, aber nur im Kern. Ja. Und außen drumherum die Assoziationswolke der Leute ist irgendwie anders. Also ich bin ein Fan immer von beidem. Ja, also beides zu können, unklar sein zu können und das auch mitzubekommen, wo bin ich selbstwidersprüchlich, ja, wo habe ich diese Unschärfen dabei, aber eben auch dazu in der Lage zu sein, auf den Punkt brennen zu können, was ich gerade meine, ist ja nicht ganz ohne Nutzen, wenn man sich gegenseitig orientieren möchte oder miteinander arbeiten können, um sagen zu können, genau, okay, das verstehe ich jetzt beispielsweise gerade unter Freiheit oder das verstehe ich unter System. Ne? Die Mathematik zum Beispiel lebt ja auch von ihrer Präzision. Sie lebt auch von Kreativität, aber das spielt auch beides zusammen. Ja. Dann ist sie halt verarmt in Mathematik halt ein bisschen, weil sie dann nicht so richtig anwendbar ist. Es ist ein bisschen. Also ich bin ein bisschen so nicht mehr so sehr auf dem wissenschaftlichen Trip, seit ich in der Praxis das alles angewendet habe. Denn, ja, auch da, ne, da bin ich immer ein Fan von beidem. Also wir bauen nein, so insbesondere so, ich weiß nicht, ich bin jetzt natürlich nicht vom Fach, aber so von weitem, auch von außen gesehen, finde ich das merkwürdig, dass die Psychologen sich als Naturwissenschaft empfinden, bloß weil der Watson das 1910 gesagt hat. Ja, okay. Und dann kann man den Menschen gar nicht so richtig erforschen, weil man ja alles mit Studien beweisen muss. Und das sind aber doch wieder nur Korrelationen und auch nur so von 10 Leuten, die man findet, die sich gerade interviewen lassen. Ich bin also böse. Und da kann es sein, dass man einfach nur sehr, sehr eng, auch wie in BWL, an Sachen forscht, wo man überhaupt Studien anstellen kann oder wo man irgendwas so semi-naturwissenschaftlich ausdrücken kann. Und das, da finde ich, da wäre es reicher, wenn man einfach mal wieder nachdenken muss. Und die großen Entwicklungen, jetzt in der Wirtschaftswissenschaft oder überhaupt, sind ja dann gekommen durch Manfred Eigen, dass er das Spiel, also dass man die Evolution neu erklärt. Wenn der selten hat, dann Spieltheorie in die Wirtschaft eingeführt und so. Und dann kommen so ganz große Ideen mal wieder von außen und haben neue Paradigmen. Aber die Leute kommen nicht auf neue Paradigmen, wenn sie da so ganz eng an semi-mathematischen Problemen rumhängen. Wie gesagt, also wir haben nicht nur ein Hirn. Ne? Ich finde, strenges Denken hat Funktionen und bereichert Kommunikation und auch Denken genauso, wie offenes Denken das tut. Und die Symbiose aus beiden, das macht immer die ganz großen Künstler, die Genies aus, ja, dass sie dazu in der Lage sind, beides zu können. Und wenn da der Schwerpunkt auf dem einen liegt oder man glaubt, dass seine Dichotomie, ja, und schließt sich dann auch noch gegenseitig aus. Also das ist so wie zu glauben, dass Menschen, die sehr gut rational sein können, keine Gefühle haben. Das stimmt nicht. Ne? Je klarer ich denken kann, desto tiefer und reichhaltiger werden auch meine Gefühle dabei. So erfahre ich das. Ja, also da sehe ich diese Ausgrenzung nicht, sondern im Gegenteil, gegenseitiges Befruchten eher. Ja, ich würde eben sehen, dass
wo habe ich denn das wieder gelesen? Dass man so ein Scheinwerferdenken hat, ich beleuchte es von verschiedenen Seiten. Wo habe ich denn das jetzt wieder her? Ich neulich gelesen, das fand ich sehr, sehr, dass man sozusagen auf dem Theater, dass die Theater so vorstellt, dass es mit Beleuchtung was zu tun hat. Das ist auch bei Fotografie so. Mhm. Und man kann das in dem Licht und mit den Scheinwerfern, man kann eine Menge machen. Mhm. Und Dinge im Leben kann man eben von hinten, von vorne irgendwie beleuchten, okay, verfälschen, mit Farbe anstrahlen und sonst wie. Ja. Und dann hat man sozusagen verschiedene Perspektiven, was ja bei Platon immer so ist, also der Sokrates ordnet dann immer quasi die Scheinwerfer, die verschiedenen. Also da ist dann ein Feldherr und Philosoph, alle diskutieren durcheinander, was Freiheit oder Arete oder so was das ist. Und dann werden im Grunde nur die verschiedenen Perspektiven ausgetauscht. Das ist ganz schön. Ja, also auch bei der Idee, kurz noch zur Psychologie, wenn ich darf. Ja, also ich gehe auch bei der Idee der Psychologie als Naturwissenschaft nur begrenzt mit. Also die Psychologen, mit denen ich befreundet bin, die sehen Psychologie vor allen Dingen erst einmal als Kunst, ja, und als also eine Möglichkeit der Ermöglichungserweiterung für Individuen und Gruppen oder auch in der Organisationspsychologie. Aber als Naturwissenschaft sehen wir ja auch das Problem der Psychologie, wenn sie ihre Daten nur aus der Mittelschicht holt. Ja, was nützt uns die Psychologie da im Prekariat, in Krisenzeiten und so weiter? Das klappt so nicht. Ne? So, Entschuldigung, Sie wollten auch was sagen. Nein, ich wollte nur fragen, kennen Sie Urban Dictionary? Oh ja, vom Angucken und ja. Ich habe sogar ein Wort, das habe ich aber vergessen. Eins ist aufgenommen worden. Ich habe es vergessen, welches. Und da schreiben ja Leute die wildesten Auffassungen darüber, was das Wort bedeutet. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Ja, ja, da schlage ich dann einfach mal nach. Also weil so Slangwörter, was die Leute sich jetzt gerade zeittemporär darüber vorstellen, das finde ich total. Ja. Manchmal glaube ich auch richtig gute Ideen, so weil so eine ganz andere Perspektive davon. Ja, genau. Also das erhoffen wir und erwarten wir uns auch von der globalen Arbeit dann mit Formwelt, dass halt die unterschiedlichen Perspektiven auch gezeigt werden können. Im Augenblick gibt es einige, die sagen, ja, aber dann haben wir doch lauter verschiedene Referenzen zu Freiheit und Liebe. Ja, genau, die haben wir ja jetzt auch. Nur wir haben nichts Universelles, worauf sie aufgesetzt werden, sodass wir die Wege, wie die Menschen dahin kommen, nicht nachvollziehen können. Na, und das ist halt einer der Gedanken, die wir hatten. Aber vor allen Dingen war es halt damals, dass wir die Klimakrise haben kommen sehen und haben kommen sehen, dass Menschen das nicht schaffen bis dahin, sich zumindest so weit zu klären, dass Kommunikation auf einem Level laufen kann, wo wir endlich auch mal wieder neue Probleme haben und nicht ständig die alten. Ja, das ist ja langweilig, streng genommen, was hier seit Jahrzehnten passiert. Es ist aber jetzt bei Twitter zum Beispiel, wenn man irgendwas diskutiert auf einem besseren Level, also einem... Auf Twitter? Ja, das ist Ihre Blase. Ja, dann kommt immer noch einer und sagt, du weißt aber, dass man vom Impfen stirbt oder so. Ja. Und so weiter. Fängt es immerzu wieder an und wir hatten ja recht. Genau. So, und dann kommen die Leute auch und was ich sehr ärgerlich finde, sie beurteilen Entscheidungen mitten im Chaos, fürs Nachhinein, also praktisch. Da ist sie liest doch ja, ich verstehe, was Sie meinen. Da ist so Sturm in der Südsee, und dann kappen sie den Mast und treiben da rum und so weiter. Ja, ja, ja. Und dann muss irgendwer entscheiden, den Mast zu kappen. Und dann kann es sein, dass eine halbe Stunde später die Sonne scheint und dann sagen sie, du doof Mann, das hättest du nicht machen sollen. Ja, ja, genau. Was Sie jetzt meinen, für Zuhörende, die Ihnen nicht genau folgen können, ich denke, Sie meinen, jetzt haben wir uns impfen lassen und dadurch einen Grundschutz drin und deshalb ist es nicht so schlimm geworden. Und jetzt sagen diejenigen, die von Anfang an gegen es impfen wurden, genau, es ist nicht so schlimm geworden. Das haben wir ja von Anfang an gesagt, ihr hättet euch alle nicht impfen müssen. Ne? Genau, nein, das sind so dann generell, dass man Entscheidungen am Ergebnis also ich meine, ich kann sagen, an dem Punkt, wo ich, also ich muss ja aufsetzen, an dem Punkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, an dem Punkt hatte ich ein gewisses, weniges Wissen und ich musste dringend was tun. So. Mhm. Und an dem Punkt, mit dem Wissen, ist dann irgendwas rausgekommen. Ja. Jetzt kann man sagen, an dem Punkt hätten wir besser verstehen müssen, das oder so. Aber man kann nicht kritisieren, dass ich Unrecht hatte, wenn ich vorsichtig war. Ja, natürlich nicht. Also, oder, ja, das geht nicht. Ja?
Und genau. Die Leute, das ist so, das ist in der öffentlichen Diskussion einfach sehr schwierig, dass Entscheidungen immer, die können doch sagen, das war eine dumme Entscheidung, auf Lottonummern zu setzen, wo du verlierst, hättest du mal die anderen nehmen können. Ja? In dem Wahrscheinlichkeitsraum, ja. Ja, nein, aber genau auf genau dieser dämlichen Basis findet die Massendiskussion statt. Also dass man immer sagt, hätte. Und die Leute sind nicht bereit, sich in den Entscheidungsraum reinzuversetzen, zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen wird. Naja, also wenn die MINT-Fächer sind nicht lebensintegriert. Und wenn sie Menschen schaffen, die ganze Zeit, also kreieren, so meine ich es jetzt, ja, wenn Gesellschaft Menschen hervorbringt, schon in der Kita, gut, das geht früher los, die ganze Zeit Angst haben, bei Fehlern erwischt zu werden und sich dann schlecht fühlen, das ist doch kein Wunder, wenn sie dann wissenschaftliches Denken verweigern. Ne, das halte ich für eine ganz normale und irgendwo auch gesunde Reaktion. Ne? Wenn du die ganze Zeit was auf die Mütze dafür kriegst, dass du irgendwas falsch machst, dann traust du dich irgendwann nicht mehr, auch noch irgendetwas zu denken, was überprüfbar ist. Tja. Jetzt sind wir da angekommen, wo wir letztes Mal angefangen haben. Ja, schwieriges Feld. So. Ja, was ich habe jetzt bei Formwelten mal durchgeguckt. Mhm. Was mir ein bisschen fehlt, also ist sozusagen ein Use Case oder so, also praktisch das auf der Homepage, also auch ich würde sagen, auch wenn man Funding sucht, würde man sagen, da ist nur eine konkrete Fragestellung, die kann so albern sein, wie sie will, und dass man ein gutes Beispiel hat und führt das einfach mal durch, ja, und hat eine Anwendungsmöglichkeit. Und dann sagen drei Leute, das hat mir in meinem Betrieb sehr gut geholfen. Ja, da sind wir gerade dran. Also wir haben einer unserer Teamkollegen hat aus Formwelt einen Perspektikon gebaut. Das war seine Bachelorarbeit für die Anwendung in Hochschulen, insbesondere hier als Fall in Grafikdesign. Das schicke ich Ihnen mal, das können Sie sich mal anschauen. Das ist wirklich hübsch geworden, wie die Studierenden jetzt hingehen können und die Begriffe, mit denen sie arbeiten, was verstehen sie unter Grafik, was verstehen sie unter Kunst, was verstehen sie unter Ecke, Kante, Störer und, darüber ausarbeiten. Die Professoren waren begeistert. Die Bachelorarbeit ist richtig gut durchgegangen. Ich schicke Ihnen das mal. Da haben wir so ein Ding schon mal. Und ansonsten sind wir jetzt auch dabei, über Formwelt-Konzeptarbeit-Seminar dabei behilflich zu sein, dass in Beratung und Coaching Formweltarbeit eingesetzt wird, damit zum Beispiel solche Gespräche wie zwischen Dienstleister und Kunde und Klient dort geklärt werden kann, besser geklärt werden kann, was der Klient oder Kunde eigentlich überhaupt will. Ja, da machen wir schon sowas. Das Problem ist natürlich, wir beißen uns hier immer so ein bisschen selbst in den Hintern, weil die Kraft von Formwelt entsteht, wenn die Plattform da ist. Ja, also Sie kennen das Problem. Ne? Aber wir sind dran. Also wir haben auch über einen Auszug aus Formwelt das Komplexitätsmanagement-Modell jetzt schon zeigen können, dass sich dort, wo Menschen schon relativ gut mit Komplexität umgehen können, durch dieses Modell nochmal zusätzlich die Kommunikationszeit um 40% reduzieren kann. Das ist eine Menge Holz, ne? Also wenn man das darüber mal anschaut. Aber Ihr Argument, es kommt immer wieder und wir sind dran, immer mehr Fälle, Anwendungen zu zeigen, ja, wo also das tatsächlich auch nachhaltigen Nutzen und Wert für Menschen und Organisationen hat. Ein gutes Buch ist, weiß nicht, ob das Buch so gut ist, Intrapreneuring von Pinchot 3. Das kenne ich nicht. Nee, das ist so ein ganz alter Schinken. Den gibt's auch für 2 Euro bei Amazon nach. Aha. IBM hat mal was total Schönes gemacht. Die haben mich da 14 Tage auf so einen Lehrgang geschickt, wie man Startups macht im Unternehmen, also wie man sich durchsetzt. Ja. Das ist interessant. Also ich habe dann genau das gemacht, was der mir erzählt hat, die ganze Zeit. Das ging auch. Aber das IBM wollte das dann lieber nicht haben. Also praktisch, also wenn man das jetzt so macht, wie der Meister das sagt, dann ist es auch wieder nicht gut. Da habe ich eine Menge so irgendwie gelernt. Und der hat dann als erstes immer gefragt, so, hast du schon einen Kunden? Ja. Und was ist der Preis? Ist der Kunde bereit, den Preis gerne zu zahlen? Bleibt er dabei? Also nicht, dass er nach einem Jahr kündigt und sagt, das war es geht so Wiederholungstäter, wenn man was kauft, dann sagt man, wie viel Repeat Customer und so weiter.
Und fragen dich Leute, wann gibt es das zu kaufen? Also da sind lauter so Fragen. Ich kann die auch schicken. Ich hab die mal auf so eine Präsentation alle raus. Ja, ja, sehr gern. Also wir arbeiten gemeinnützig. Ne? Also unser Ziel ist tatsächlich... Das sind die schwierigen Fragen eigentlich. Mhm. Und viele Wissenschaftler oder sagen dann mehr, das ist sozusagen Grundlagenforschung. Da kriegt man aber meistens nicht so richtig Funding. Ja, ja. Ja, ich habe jetzt Funding interessanterweise, wenn man sagt, also ich möchte über Außerirdische forschen, da kriegt man Funding, weil es da alle möglichen kulturellen Institute gibt, die irgendwie das betreiben. Die haben auch Geld. Was sehen Sie? Da passt doch Formwelt prima rein, weil Außerirdische können Formwelt nehmen und damit ihre Konzepte bauen und uns zeigen, wie sie ticken. Nein, ich hab so Erfahrungen, so irgendwie. Man muss irgendwas haben, worauf die Leute anspringen. Das muss nicht irgendwas Vernünftiges sein. So Vampire und so würde ich auch gehen. Da muss man irgendwie so ein Glamour entwickeln und den kann man eigentlich nur so, wenn man Leute hat, die sagt, ich will das jetzt sofort haben. Ja, ja. Also wir haben einen Glamour, nämlich ELI, Elevated Linguistic Intelligence. Ja, das ist diese kleine KI, die dann damit gebaut werden soll, die mit Menschen gemeinsam Bedeutung erzeugt. Ja, und da soll dann auch ein Bild davon entwickelt werden. Meine Idee ist, dicker Bauch, große Füße, ja, und ELI lernt jetzt, wie Mensch funktioniert. Ne? Ja, vielleicht kann man das dann einbauen bei Google oder sowas. Oder? Ja. Ich bin jetzt gerade, ich soll irgendwie mal was sagen zu ChatGPT, das ist sehr interessant. Ich habe nicht viele Versuche gemacht. Ich habe gefragt, wann ich geboren bin. Da kam ein ganz falsches Geburtsdatum raus und ich bin in Polen, in Stettin geboren und irgendwie 4 Jahre vorher. Also stimmte nichts. Ich weiß gar nicht, was das Teil da sucht. Dann haben alle Entschuldigung, ja, das ist so. Und dann habe ich nochmal gefragt bei ChatGPT, wer ist Gunter Dück? Einfach nur mal so. Das war so schön formuliert, das habe ich jetzt in meinen Lebenslauf mit reingebracht. Also ich habe es auch ordentlich zitiert. Ich habe ChatGPT gefragt, wer ist Gunter Dück? Und dann kommt, ist ein Gefragter, weiß ich, verrät, also so. So ein Marketing-Text, der war gefällig, den könnte ich selber gar nicht hinkriegen können. Haben Sie schon mit Bing AI versucht zu reden? Ich meine, die KI fängt ja jetzt an, die Leute zu beleidigen. Ne? Ja. Ja, das passiert, ne, wenn man seine Daten halt von Menschen kriegt, ne, da kommt sowas dabei raus. Ja, man ist erstmal so intuitiv. Ich meine, was aber passiert ist, also ich glaube, ein mutmaßliches Endergebnis könnte sein, dass man in Microsoft Word, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann markiere ich einen Absatz und sage, schreib das mal schöner. Ja. So. Ja. Ja, das ist ja alles da. Es ist alles gut recherchiert. Die Quellen stimmen. Es ist alles in Ordnung. Mhm. Und dann geht man einmal über den Stil. Mhm. Und ja. Das ist irgendwas, das meine ich zum Beispiel an dem Ding, dass das ist ein Punkt, wo die Kunden sagen, kann ich das kaufen? Mhm. Ja, ich will jetzt nicht immer so einen Absatz rauskopieren aus Word und dann wieder in das System gehen und dann Versuche machen. Das soll jetzt gleich so wie Rechtschreiber. Ja, ja. Ja, ja, also da kann auch jetzt, also mit Formwelttechnologie können Vorschläge zur Konzeptbereinigung zum Beispiel laufen. Ne? Wie lässt sich eine Referenz jetzt besser formulieren, ne? Sodass die konzeptuelle Tiefe da ist, ja, also nicht nur die Oberfläche. ChatGPT macht Oberflächen. Ne, mit Formwerk geht hinterher die Konzepttiefe. Und das ist, also der Louis Klein European Dingsbums of Governance in Berlin, der meinte mal, dass Formwelt auch langfristig dabei helfen kann, akademisches Schreiben tatsächlich zu ersetzen, weil sich zum Beispiel über eine KI auch die Bedeutungsdichte von Texten dann messen lässt. Ja, wenn sie grundsätzlich dazu in der Lage sind, jedes Konzept auf seine Tiefe hin zu analysieren und ob dort tatsächlich dann auch die Referenzdichte stimmt, dann kann man hinterher auf die Art und Weise konzeptuelles Arbeiten auch bewerten. Ne, das hat Vorteile jetzt, also nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im kommunikativen Miteinander. Ne, also mir geht das zum Beispiel so, also ich finde es super erleichternd. Ich kenne einen Großteil der Wörter, Konzepte, mit denen ich arbeite, gut. Ich habe die für mich durchreferenziert. Und das heißt, ich kann besser zuhören. Weil wenn ich mit anderen Menschen spreche,
kann ich meine eigenen Sachen komplett zurückstellen. Ich muss die gar nicht festhalten oder so. Ich weiß, ich kriege die immer wieder über meine Formweltreferenzen zurück. Finde ich super entspannend. Ja, auch schönes Gefühl ist ja auch zu wissen, wovon man redet. Ne? Ja, hauptsächlich, wie man verstanden wird. Ja, auch das, genau, ist sehr hilfreich. Ja, und dann ist noch so eine Idee, aber das ist Science Fiction, also ist aber machbar. Ne? Wir können uns mit Hilfe von Formwelt den Desktop unter unsere Finger zurückholen. Und jetzt haben wir 10 Finger. Ja? Mhm. Wenn Sie die jetzt noch, die Hände noch austauschen und dann die Kombinationsmöglichkeiten ausrechnen, kommen Sie auf knapp 1 Million Konzepte. Und jetzt stellen Sie sich Ihre Tastatur vor und können dann immer umschalten. Ja, von einer Hand auf die andere, beide Hände und jeweils mit ihren Fingern dann Konzepte schreiben. Damit verlassen wir das Bottleneck linearen Denkens und Tippen und Schreibens. Ja, wir sind nicht mehr auf dieses Abfolge, ja, Buchstaben tippen und Wörter sprechen angewiesen, sondern können gleich komplett mit Konzepten arbeiten. Ja, auf die Art und Weise. Und dann dahinter noch jetzt ein Language-Based Behavior Analysis. Ja, und auch noch ein Formwelterkennungsprogramm mit Eli dabei. Und dann können Sie einen AI-Klon bauen, arbeitet Ihre Konzepte weiter, während Sie schlafen gehen oder spazieren oder sonst irgendwas und kann sich in der Cloud mit anderen AIs aus Ihrem Team dann austauschen. Sowas ist darüber ja, machbar. Ja. Wie gesagt, man müsste immer mal so echt konkrete Beispiele haben. Ja, ich schicke mal ein bisschen. Was ich bei zum Beispiel bei ChatGPT jetzt sehe, also ich habe jetzt das Game genommen, weil Microsoft da 10 Milliarden dafür für die Hälfte bezahlt hat. 10 Milliarden für die Hälfte, okay. Ja, nein, wenn man gute Beispiele hat, dann kriegen Sie auch 10 Milliarden. Also so viel brauchen wir nicht. Nein, das ist ein falscher Ansatz. Ja. Also ich meine, okay, gehen wir gleich nach oben. Man muss so viel Glamour machen, dass das irgendwie, dass die Leute von selbst kommen und fragen, kann ich da Investor werden oder sowas. Das ist also wie gesagt, wir arbeiten gemeinnützig. Das heißt, wir sind auf der Suche nach Sponsoren. Investoren nicht, aber bei der KI, da kann man dann über Kooperationen nachdenken. Aber wir wollen wirklich eine globale Plattform bauen, wo Menschen dabei geholfen wird, dass sie ihre Gedanken klären können. Ne, und dass sie auch miteinander lernen können, zu kommunizieren über klare Gedanken. Ne, die Unschärfen sind wichtig, das hatten wir ja schon. Ne? Aber dass Kinder zu Lehrern werden können von anderen Kindern und Erwachsenen, dass japanische Kinder hingehen können und zum Beispiel das Konzept Ikigai für uns referenzieren können, damit wir das in unserem Bewusstsein nachbauen können und endlich in Tiefe durchsteigen können, was damit gemeint ist. Solche Geschichten, die sind darüber möglich. Konzepte sind von einer Sprache darüber in eine andere, ohne Bedeutungsverlust übertragbar. Ja? Und das sind die Sachen, die mich persönlich begeistert haben, wo ich gesagt habe, das brauchen wir für die großen Krisen, dass das möglich wird, damit Menschen endlich mal anfangen können, neue Probleme zu haben, nicht immer die alten Konflikte da sind und menschliche Superintelligenz freigesetzt werden kann. Ja, und die kleinen und großen Probleme miteinander lösen. Und deshalb arbeiten wir gemeinnützig. Also wir haben auch schon erste kleinere Projekte in Indien und Kenia, ja, wo wir Menschen darin ausbilden, dass die zu Krisenberatern auch in Europa werden können. Ne, weil wir brauchen ja auch Krisenerfahrene jetzt in den Systemen drin. Ne. Damit fangen wir jetzt an. Und schlussendlich ist halt der große Traum eine Bildungs- und Kommunikationsplattform für die Welt, ne, wo Menschen, die Geld verdienen, die zahlen dann die Gebühren dafür, dass alle anderen, die kein Geld haben und die damit kein Geld verdienen, ne, das kostenlos nutzen können, ja, damit wir auch eine globale Bildungsplattform haben und nicht dieses national isolierte, das ist doch Wahnsinn. Ja? So, aber ich schicke Ihnen mal ein bisschen was, wenn Sie Lust haben. Nein. Aber wie gesagt, ich berate immer so Startups und im Besten ist man versucht es so hinzukriegen, dass wirklich, also gemeinsam sich hin und her, und das ist eine Frage, es geht immer, die Fragen, die an ein Startup gerichtet werden, gehen auch an gemeinnützige Sachen. Ja, ja? Das habe ich verstanden, ja. Ich habe gar nicht so viel profitiert, das Buch kenne ich nicht mehr so genau, das gibt es auch nicht richtig zu kaufen, das heißt ein Understanding Voluntary Organizations von Charles Handy. Und da steht eben drin, dass eben viele Dinge, dass alles, was gemeinnützig ist und so weiter, die sagen, komm, wir machen das freiwillig oder das ist jetzt nicht Profit und so weiter. Mhm. Da ist die Gefahr, dass man unprofessionelles, also aus das der Sicht unprofessionelles Verhalten, ja,
entschuldigt oder auch entschuldigen kann. Ja. Ja? Weil es ja gemeinnützig ist und so weiter. Also insbesondere bei der Kirche spielt das eine Rolle, wenn man jetzt in der Kirche mitarbeitet. Ne? Und dann sagt man, aber das ist jetzt ein bisschen so stümperhaft aufgenommen. Die Kamera ist nicht gut für den Gottesdienst. Mhm. Und dann sagen sie, pass auf, die haben wir jetzt gespendet bekommen. Ja. Ja, und dann sagt er, aber das, ihr müsst eine bessere Kamera kaufen. Dann sagt er, komm, das ist alles freiwillig und so weiter. Ja, nee, das Argument finde ich auch nicht, dass das zieht. Also ich freue mich immer. Es wird nicht verziehen. Also ja. Die Erfahrung ist, dass, und es ist unheimlich schwierig, was gemeinnützig zu tun oder mit Freiwilligen und trotzdem professionell zu sein. Das ist so eine Leadership-Frage, mit der habe ich mich lange beschäftigt. Es ist auch eine Frage, die guten Leute zu kriegen. Also wir haben Glück, wir ziehen hier momentan wirklich die tollen Nerds an. Ja, also eierlegende Wollmilchsäue, die richtig gut sind in verschiedenen Sachen. Das macht enorm Freude. Das war lange nicht so. Also mein Mann und ich waren viele Jahre, was das angeht, echt allein. So, und dann in der ersten Generation, dann unheimlich viele Narzissten im Team. Da musste ich dann Tabula Rasa machen, das ging gar nicht. Ne? Aber so langsam kommt das, dass Leute reinkommen, die begreifen, okay, das ist ein Projekt, das kann nützen, das kann ein Game Changer werden, aber jetzt müssen wir Qualität reinbringen in die Präsentation der Website, in die Präsentation der Anwendung und. Aber wie wollen Sie das machen, wenn Sie da zu zweit sind und machen dann alles irgendwie alleine? Ja? Gut, ich habe viel dazugelernt. Ne? Als ich angefangen habe und meinen Mann kennengelernt habe, damals hatte ich von Mathematik zum Beispiel keine Ahnung. Heute gehe ich durch seine Formlogik durch. Also das ist für mich ein Kinderspiel. Das ist auch was Schönes. Ne? Sie werden halt gefordert und gefordert und gefordert, ständig irgendwo was Neues zu lernen. Aber ich bin voll bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir müssen auch in den gemeinnützigen Projekten meiner Ansicht nach sogar gerade da hingehen und Qualität verlangen. Ne? Denn diese Projekte sollen ja helfen. Nein, es ist besser, die Kundensicht einfach zu nehmen, also was ein normaler Mensch so will. Also wenn Sie zum Beispiel Funding haben wollen, müsste man die Webseite auch auf Deutsch haben. Das wollen Sie wahrscheinlich nicht, weil es sind doch, wir sind da dran, aber wir sind ja, eben immer noch ein kleines Team. Nein, das sind so ganz, ganz naheliegende Sachen, wo man so, wo ich muss das immer bei Startups sagen und dann sagen die Leute, nein, das haben wir uns anders überlegt. Dann sage ich, pass auf, ihr müsst das so überlegen, dass ich glücklich bin damit oder als angenommener Kunde. Und das ist immer die schwerste Sache die zweite Sache ist dann so, dass man das ist in diesem Fall überhaupt nicht das Problem, dass man irgendwie mit gesetzlichen Bestimmungen und Bürgerrechtlern und irgendwas hinkommt und so weiter und sich nicht richtig überlegt. Ja. Also Sie tragen hier echt Eulen nach Athen, das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern erleichtert. Ich sehe es genauso. Also die deutsche Website, wir wollen auch eine spanische machen, ja? Also die großen Sprachen der Welt schon mal darauf abbilden. Ne? Aber wenn Sie ein kleines Team haben und alle arbeiten ehrenamtlich, ne? Ist natürlich auch eine Zeitfrage. Ne? Und da brauchen wir Hilfe, ja? Dass Leute kommen und sagen, ich packe mit an und helfe euch auch bei den Use Cases und so weiter. Ne? Das braucht halt viel Zeit. Überlegen Sie mal, wir haben 1988 damit angefangen. Wir haben allein 30 Jahre dafür gebraucht, dass die Menschheit endlich mal in eine Krise kommt, wo sie mitkriegt, dass sie sowas braucht. Das geht jetzt los, ne? Dass Berater, Coaches, Organisationen zu uns kommen und sagen, also wir brauchen eure Ausbildung, wir brauchen euer Training, weil wir merken, wir kommen hier an dieser Stelle nicht mehr weiter. Es gibt keine guten neuen Ideen mehr in Beratung und Coaching. Gibt es schlicht nicht. Ne? So, also die grasen immer nur dieselben Sachen ab. Da war Eckhoff damals schon viel weiter, als das heute viele Berater sind. Ne? Ja, im Grunde müssen sie jetzt sozusagen, Berater müssen irgendwas ins Ungewisse beraten, also jetzt in Ordnung. Und sie sind, ich bin da immer ein bisschen sarkastisch, also praktisch das, es gibt in der Musik, kann man das gut erklären, es gibt sowas wie Musikschule, also wo man Leute, die stümperhaft sind, irgendwie dazu bringt, dass sie irgendwas Händchenklein spielen können oder so, oder für Elise, meine ich, denke so. Ja. Und die andere Sache ist, hier in Mannheim ist eine Meisterschule, da wird man eigentlich nicht angenommen so richtig, also das ist schwierig. Ja, ich weiß, was Sie meinen, ich verwende da immer das Jazzbeispiel. Was die Welt eigentlich jetzt braucht,
sie hat sozusagen durch die Digitalisierung, Industrialisierung so einen Status erreicht, dass die Systeme eigentlich so irgendwie alle okay sind. Und jetzt muss man irgendwo mal in die Meisterschule und dafür gibt es keine Berater. Also die Berater suchen sich eigentlich immer nur Leute in Not, die gerade von der Versetzung gefährdet sind und vier Minus haben. Und die bringen sie auf 3 Minus. Und da kann man im Grunde Leute einstellen, die diesen, die werden relativ schnell ausgebildet als Juniorberater, die bringen Leute von 4 Minus auf 3 Minus, gucken Rechtschreibfehler an und so weiter. Und bei der Meisterschule geht es nicht mehr um Rechtschreibfehler, sondern um wunderbare Prosa oder sowas. Da gibt es jetzt gar keine Berater, die das könnten. Ja. Und jetzt sucht man halt händeringend alle 2 Jahre nach irgendwas, wo die Leute also beweisbar schlecht sind und wo man relativ einfach von 4 Minus auf 3 kommt. Und das ist gar nicht so einfach mehr. Und man unterschätzt die Leute. Also ich höre das immer wieder, Gitta, du machst es zu anspruchsvoll. Also jetzt mit unseren Seminaren. Und dann kommen die Leute in unsere Seminare und sie stellen jedes Mal fest, sie sind gar nicht so blöd. Ja, also das finde ich auch immer so unglaublich erleichternd, befreiend und menschlich auch super angenehm, das zu erleben. Das ist dieses ständige Downgrading, was hier überall passiert. Ja, du musst es einfach machen, du musst es mit Äpfeln und Birnen erklären und so weiter. Als könnten Menschen nicht denken, die meisten können das, aber sie sind es einfach nur nicht mehr gewohnt. Viele haben auch Angst davor und mit dem richtigen Ambient und ein bisschen Herausforderung und Humor und Spaß bei der Sache, ja, stellen die plötzlich fest, ich kann mit einem vierwertigen logischen Kalkül arbeiten. Moment, was ist hier denn los? Ja? Und das, was Sie immer ansprechen, wir brauchen Könner. Ja? Dafür habe ich immer dieses Bild mit der Jazz-Kombo. So Leute Gott, jetzt sitze ich auf meinem Hirn. John Coltrane zum Beispiel, die spielen doch nicht mit Leuten, die eben schnell mal aus dem Publikum reinkommen und meinen, sie könnten ein bisschen mitpfeifen. So läuft das ja nicht. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute aus dem Publikum nicht dazulernen können. Ja, und das muss jetzt passieren, dass sie das einfach tun sagen. Das kann man ja machen. Ich sage nur, dass eine ganze Industrie einfach nach Dingen sucht, die man leicht aufräumen kann. Ja. Kommen jetzt einfach an Grenzen, wo man nicht so leicht aufräumen kann. Ja, das ist richtig. Ja. Sie haben aber häufig auch das Problem, das höre ich von vielen Beratern, dass das Management gar nicht will, dass sie ihnen etwas liefern, was sie nicht schon wissen. Das ist natürlich auch schwierig, ne? Wenn man als Berater jetzt wirklich auch möchte, jetzt möchte ich euch zeigen, da und da müsst ihr euch ändern. Ne? Wenn ihr nachhaltige Produkte bauen wollt, dann müsst ihr eure Kommunikationsorganisation so und so umstellen und sagen sie, oh, das ist ja viel zu komplex. Ne? Machen Sie uns doch was Einfaches. Das höre ich auch häufig. Also es ist ein systemisches Phänomen, wo ich die Berater alleine nicht verantwortlich machen kann. Zumindest ich denke, dass der Berater gerufen wird, wenn der Patient, also wenn der Manager findet, er hat eine Krankheit, dann geht er zum Arzt. Ja, oder wenn was schief ist, zum Psychotherapeuten. Das Problem ist, dass dann ja schon was Schlimmes passiert ist und dann gibt es auch eine Behandlung dagegen. Also wenn es so schlimm ist, dass einer zum Arzt geht, gibt es wahrscheinlich eine Behandlung. Und jetzt bei dem Umbruch der Zeiten mit Digitalisierung müsste man Berater haben, die erstmal dem Patienten, also dem normalen Menschen, der sich nicht als Patient fühlt, erklärt, dass er schwer krank ist. Die gibt es. Und das weiß er noch gar nicht. Die gibt es und die verzweifeln. Das ist das. Ich höre das von einigen, also wirklich guten Leuten, die mir sagen, Gitta, ich gehe da in den Laden und der Laden läuft jetzt im Moment richtig gut. Die haben Kohle ohne Ende. Aber sie haben Kommunikations- und Organisationsstrukturen, die sind nicht nachhaltig und die werden ihnen langfristig um die Ohren fliegen. Und ich sage ihnen das und dann schicken die mich nach Hause. Ja. Die wollen das gar nicht hören. Das ist das Problem. Das sind halt Menschen. Ne? Wenn solange es mir gut geht und mein Körper ist okay und alles, dann stoppe ich mir halt, jeden Tag die Chips-Tüte rein und alles ist wunderbar. Und mein Arzt sagt mir, wenn Sie so weitermachen, sehen Sie in 20 Jahren tot. Ne? Ja. Dann mache ich ja nichts. Ne? Ich esse einfach weiter meine Chips. Ne? Ja. Bei mir macht das nichts mehr. 20 Jahre ist okay. Na, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal ich war bei IBM Cloud Computing Manager. Und Cloud Computing ist jetzt, wenn man das mit Amazon Web Services bucht, ja, das ist im Wesentlichen Selbstbedienung.
Ja. IBM verkauft Großrechner oder am liebsten so irgendwie schließt Verträge mit mehreren, einigen Millionen bis Milliarden sogar bei den Big Deals. Und dazu ist sehr viel Vertrieb notwendig, also die das machen. Und der Vertrieb ist eigentlich das, was IBM am besten konnte oder kann. Ja? Die ganze Kultur ist auf Vertrieb auf. Die ganze Kommunikationsstruktur, die Berichtsstruktur, die Verträge sind so, dass sie so dick sind, dass es für eine Million auch okay ist. Also wenn man ein Haus kauft, ist natürlich der Vertrag nicht auf einer halben Seite und so weiter. Yeah. Und das ist eine bestimmte Kultur, wie man das Business führt. Und jetzt kippt die Technologie um von normalen Rechnern auf, die stehen nur woanders in der Cloud, also sie stehen nur irgendwo anders. Und das Problem ist, dass man dann Selbstbedienung hat. Und dann braucht man diese ganze Struktur der Firma nicht, also praktisch unter Umständen die Verträge nicht so richtig, die Leute nicht so richtig, man muss auch nicht so viel reden. Man muss nichts vorführen, keine Diskussionen führen. Man sagt nur, probiert es einfach mal in die Cloud zu setzen und guckt mal. Und dann, das ist so zum Beispiel schwer zu sehen. Also dann kann man natürlich sagen, die Firma krankt an diesem Problem, dass sie sozusagen die ganzen Machtstrukturen und Kommunikationsstrukturen alle umbauen muss. Ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, also ich meine, ich habe das so zart damals gesagt, ich traute mich nicht so richtig, die Leute so an die Wand zu nageln. Das ist, ich war ja auch nur an der Zweigstelle Deutschland. Aber das ist unter Umständen eine so schwerwiegende Änderung einer Firma, die braucht irgendwie 5 bis 10 Jahre Besinnungszeit und macht eine ganz langsame, von außen angestoßene Transformation mit. Es ist nicht so, dass man diese Erkenntnis, die ich jetzt eben gesagt habe, einfach so sagt, ah, stimmt, und jetzt bauen wir es um. Ja, also was vor allen Dingen zuerst gebraucht wird, sind Konzepte, diese Emergenz zu navigieren. Ja, das ist ja keine einfache Änderung, die hier passiert ist. Wir sind in eine emergente Ära eingetreten, ja, wo jetzt Algorithmisierung, Digitalisierung, Globalisierung, Vernetzung, so wie so ein chemischen Experiment, wir packen das alles da rein, Bunsenbrenner anzünden, das macht puff. Ja, und dafür haben die Leute noch gar keine Wörter. Ne, sie haben keine Zeichen dafür, sie fliegen komplett blind. Ne, das geht jetzt erst los, also die deutsche Systemtheorie ist da auch völlig verschlafen und hat da so einen Laws of Form Cargo-Kult entwickelt, ja. Während wir hier mittlerweile dabei sind, wir emulieren tatsächlich Kommunikationssysteme am Computer, ne? Und können direkt zeigen, welche funktional sind und welche nicht, aber solange diese Zeichen nicht da sind, ne, da fliegen, so, da schippern sie halt mit ihrem Schiffchen da durch die Gegend, ach, hier ist eine Klippe, ach, da ist eine Klippe, okay, ja, ne, und wissen nicht, was kommt da jetzt dahinter, wie sie es gesagt haben, denn dieses Unbestimmte navigieren können, ja, und damit umgehen können, wie haben sie es genannt, was war das, Meisterklasse, Masterclass, ja, was war das, ja, ne, der auch Meister. Ist ja Meisterklasse in der Schauspielschulen oder so. Ja, also so auch der Konzeptarbeit, ne, die ist erforderlich. Jemand, ich gebe eine andere Firma, da bin ich ein bisschen angekränkelt, weil die das hingekriegt haben. Microsoft hat irgendwann so 2013 oder so relativ spät mit Cloud die Kurve gekriegt und sagen, wir bieten einfach dieses MS Office 365 oder so an als Abo mit 1 Terabyte Speicher für jedes Familienmitglied. Ja. Und das geht auf Abo-Modell. Ich war bei Microsoft als nur mal so. Ach, tatsächlich auch, Nein, ich werde ja immer angefragt für Ach so, ja. Und die haben dann gesagt, wie kriegen wir das hin? Das ist genau dasselbe Problem. Wir gehen zu einer Firma und sagen, ihr kauft jetzt Microsoft Office für alle Mitarbeiter, gibt ein paar Millionen. Ja. Und der Vertriebler kriegt dann Provisionen auf ein paar Millionen. Genau dasselbe Problem wie bei IBM. Und jetzt machen wir das aber als Abo. Ja. Dann ist der Umsatz null. Also vorher verkaufen sie CDs. Also so, ich kann folgen. Und hinterher kriegt man nur so einen Schlüssel und zahlt 9,90 Euro im Monat. Und dann ist natürlich der Umsatz von diesem Vertriebsmenschen minimal, weil er ja er verkauft irgendwie zwar was an 1000 Mitarbeiter, aber die zahlen ja nicht die gesamte Lizenz für 5 Jahre im Voraus, sondern nur genau diese 9 Euro. Und dann ist das ganze Incentive-System gebrochen. Ja. Ja, das ist auch wirklich passiert. Also ja.
Und damals war so irgendwie der ganze Vertrieb ist aufgestanden und sagt, wie machen wir das? Und dann sage ich, ja, ihr könnt doch einfach den Leuten sagen, sie kriegen das, was sie letztes Jahr verdient haben, als Festgehalt plus 20% und sagt, ihr stellt das System in 2 Jahren um. Und dann reden wir nochmal neu. Fertig, genau. Ja, so super. Fertig. So, Ja. Das war zu radikal. So, ja, also. Naja, das sind aber die guten Lösungen sind immer radikal. Sie gehen immer an die Basis, an die Wurzel, hinterfragen das System, das da ist, entdecken die Fehlstrukturen, schalten die aus und das sind immer einfache Lösungen. Ja, aber Sie haben es geschafft. Also, ich meine, ja. Microsoft hat das echt geschafft. Die sind ja auch vom Börsenwert zum Teil 10-mal mehr wert gewesen als IBM. Dann bin ich immer so traurig. Und dann steht man so dabei. So. Ja, nur was nützt es, wenn Ihre Ideen nicht angenommen der werden? Patient Ja, nimmt ich die sag Medikamente das. Ich nicht. sage das ja auch. Ja, ich sage das ja auch. Ich guck mir das im Internet an und dann erzählen irgendwelche Leute von irgendwelchen größeren Unternehmen, ja, wir brauchen dringend das und das, um die Probleme zu lösen. Und ich sage, Leute, ich biete euch das seit 3 Jahrzehnten an. Ich habe das, was ihr haben wollt. Ja, und dann, ja, das kapiere ich nicht. Ja, natürlich nicht. Ja, das ist so wie, wir wollen Beaming-Technologie entwickeln, ne? Und denken sich dann so, haben wir die dann, ne? Und wenn du dann zeigst, wie das funktionieren könnte, dann können sie natürlich nicht folgen, ne? Herrlich. Es gibt ja auch, es wundert mich auch, weil das viele Firmen gemacht, also Adobe zum Beispiel, hat ja auch die Creative Cloud dann entwickelt. Also ich habe jetzt für meine Präsentation habe ich ein Abo auf 10 Bilder im Monat und das, ja. Wenn, So. apropos, wenn Adobe hier zuhört, senkt bitte eure Preise. Ja, das ist Ne? zu doll. Bitte? Wenn Adobe jetzt hier zuhört, sage ich, bitte senkt eure Preise. Das ist zu doll. Ja, nein, nein, so, ich brauche jetzt das nicht so oft, dass ich jetzt die volle, also die Bilder brauche ich ja, weil ich also professionell das mache. Und aber so, ich hätte gerne auch so die ganzen Software dann ein bisschen billiger, also so für einen Kleinunternehmer, dass man nicht die volle, okay, es ist egal. Aber sagen wir mal, diese Kurve haben viele Firmen gemacht, also dass sie auf Abo, in der Cloud gegangen sind. Und das sind zum Beispiel so kulturelle Schwierigkeiten, wo man vielleicht so, ja, irgendwelche Leute haben könnte, die sozusagen den Weg ebnen, was sie eben gesagt haben, dass man so dieses Emergente dann irgendwie auch managt. Also man weiß, Das was muss rauskommen sein. muss. Und man weiß auch, das haben manche Firmen der Börse erklären können, dass man dann, dass der Gewinn 2 Jahre einbricht. Weil wenn ich eine Lizenz verkaufe auf 5 Jahre im Voraus, dann kriege ich ja die Nutzung der nächsten 5 Jahre bezahlt. Und in dem Augenblick, wo ich Gong sage, jetzt ist alles in der Cloud, dann kriege ich ja nur diesen Monat bezahlt, nicht die 5 Jahre. Und das ist eine Bilanzierungsfrage. Die Firma ist vorher und hinterher dieselbe, aber formal geht der Gewinn für 2 Jahre in den Teich. Ja, So. und da denken Sie dann häufig nicht mit, dass Organisationen keine geschlossenen Systeme sind, sondern eingewoben in Gesellschaft funktionieren, weshalb die Kundenkommunikation relevant ist hierbei. Und da sehe ich noch so einiges, woran gearbeitet werden kann. Na, also jetzt insbesondere, also in Krisen muss man ja auch anfangen zu begreifen, der letzte Kunde ist immer im Prekariat. Ja, also das auch mit berücksichtigen bei der eigenen Produktpolitik und bei den eigenen Angeboten. Da fehlt noch unheimlich viel. Da ist auch so viel möglich. Ja, aber naja, gut, wir hatten es fehlen die Konzepte. Ja, die Emergenz kann nicht navigiert werden. Und folglich Ja, schwimmt die da nee, so, irgendwo so ist das nicht. Ich drin. würde manchmal mit einem Hammer draufhauen. Ja. Also jeder Mensch, nein, jeder, ich kann doch den Bürgersteig zum Beispiel umsonst benutzen. Also Ja. ein Bürgersteig kostet wahnsinnig viel Geld. Der wird auch dauernd wieder aufgerissen für Glasfasern und so und wieder zugemacht. Und was wir da bezahlen, ist unglaublich viel, auch für die Straßen und so. Und das ist alles umsonst. Und dann könnte man doch sagen, pass auf, jeder kriegt sowas wie 5 GB Handy im Monat, also fertig. Einfach so, auch für die Erziehung und so, dass man einfach mal Ja, so genau, mit genau. einem Klotz drauf wirft und sagt, wir definieren die Fixkosten von Menschen jetzt einfach anders. Ja, ich könnte einfach so ein bisschen rausnehmen und sagen, jeder Einwohner kriegt 1000 Kilowatt, wie viel? Ich glaube, wir haben 4000 für unser Haus im Jahr. Dann kriegt jeder 1000 Kilowatt,
gratis, das also irgendwie so ein Minimum. Und dann haben wir diese ganzen Sozialdiskussionen, nicht? Und jeder kriegt irgendwie Bildung so, für so und so und so. Und es wird alles immer nur so feinsinnig ausgekaspert und an jeder Stelle rechnet man und optimiert sich selbst. Und jetzt diese Emergenz, ich nenne die Wirklichkeitsimulation, wenn erreicht werden will, dass die heutigen Technologien tatsächlich dazu in der Lage sind, das analoge Feeling zu schaffen, da frage ich mich dann, wieso bietet Zoom nicht Mehrspurigkeit an? Wieso muss das zweispurig laufen, dass jedes Mal, wenn wir beide uns überschneiden reden, einer von uns beiden ausgeblendet wird? Ja, das kann ja kein Speicherplatzproblem mehr sein. Ne? Das ist pure Denkfaulheit und die Unfähigkeit, sich reinzudenken. Was brauchen lebendige Auseinandersetzungen online dafür, dass sie diese symbiotische, kreative Kraft hinbekommen, die nur dort passiert, wo Menschen dazu in der Lage sind, sich gegenseitig zu unterbrechen? Ja, solche Gedanken fehlen völlig da draußen. Ne? Null Ahnung davon, wie gute Kommunikation funktioniert. Ja, gut, es ist neu, es ist schon mal besser. Okay. Das war jetzt mich fragen immer Leute, geht das mit Homeoffice? Und dann sage ich, pass auf, wir haben seit 2003 Homeoffice bei IBM schon gehabt. Mhm. Und jetzt kommt der Clou. Leute, wir haben nur Telefoncalls gehabt, also nicht Video. Also es ging auch. Selbst das ging. Und jetzt kriegt ihr den Luxus, Videocalls zu haben. Und fangen immer noch an zu maulen, jetzt geht er mal hin und verwirklicht das. Oder? Ja. Ja, und die Programme sind immer noch nicht so ganz gut. Also ich habe jetzt zum Beispiel Online-Reden, wo man dann auch synchron das lieber in Englisch und Spanisch noch nebenbei hätte. Denn das gibt dann Schwierigkeiten in manchen Softwaren. Mhm. Und dann habe ich das Problem, man könnte zum Beispiel sagen, die Leute, die am freundlichsten aussehen, bei meiner Rede, die sind ja so als Leiste eingeblendet, dass ich so ein bisschen ein Feedback habe vom Publikum. Ja, das ist wichtig. Oder jemand meldet sich freiwillig, er schaltet sich als Publikum dann ein, dann habe ich so eine ganz kleine Bilderleiste hier so auf meinem großen Bildschirm. Mhm. Ja. Ja. Und das sind so kulturelle Sachen, wo man sagen, mach doch mal was. Apple zum Beispiel, jetzt sitze ich vor so einem 27-Zoll-Bildschirm. Ich glaube, der hat nicht mehr das neueste Mac-Betriebssystem, weil er jetzt so alt ist. Funktioniert aber gut. Sie arbeiten mit Mac? Ja, klar, okay. Wieso? Nix. Ach, das ist so zufällig gekommen. Ja, bei IBM haben sie im Jahr 2010 gesagt, ob man auch mit Mac arbeiten könnte. Mhm. Und da habe ich gemeint, das wäre eine gute Idee, nur dem Chef Martin Jetter und 10 Distinguished Engineers, wo ich die technischen Spitze so ein Ding mal vielleicht schenken, das wäre eine gute Idee. Und dann gucken wir mal, was wir so machen. Okay. Und man konnte aber nichts machen, weil das nicht System, also von Security und so weiter schwierig ist. Und dann haben wir für die IBM Academy gesagt, könnten wir ein paar Nerds einfach von Lotus Notes, also von den üblichen Programmen, die man dann bei IBM hatte, vielleicht Unicode-Versionen schaffen, die auf beiden Betriebssystemen laufen. Und das ging innerhalb von einer Woche, hatten die das. Na, super. Und dann hat irgendein anderer Nerd gesagt, du, wenn du einen Mac hast, dann musst du folgende Sachen runterladen, das und das Security-Programm. Und also das, wir hatten so Programme, die nachgucken, dass man keine nicht lizenzierte Software drauf hat, dass man seinen Klarnamen bei Facebook am besten angibt und so weiter. Also als Beispiel, das war nicht so streng. Dass alles nachgeguckt wurde, dass halt die alles end-to-end verschlüsselt ist und so weiter, dass die Einstellungen richtig waren. Und so. Das haben die auch umgestellt auf Unicode. Und dann war es in 10 Tagen erledigt. Super. Und den durfte ich dann behalten, als ich aus IBM rausging. Der war nicht im Inventar, das war interessant. Den hatten sie irgendwie keine Produktnummer gegeben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich jetzt rausgehe, dass ich dann so wenigstens noch ein Andenken habe, darf ich den behalten. Und sie haben dann aber mit der Zeit festgestellt, dass die Leute nicht so viele Fragen haben wie bei Windows. Also der User-Support kann fast nach Haus gehen. Oh. Und dann hat man ausgerechnet, wie viel einmal anrufen kostet. Ich habe einen Blue Screen im Windows. Das kostet ein Heidengeld, also wenn da einer keine Ahnung hat. Bei Nerds ist es nicht so schlimm. Also die sind ja stolz und machen das selber. Ja. Aber
Aber die im Vertrieb fragen dann. Ja, dann, mhm. dann muss man so, hast du auch Strom gerade? Ja. Aufgeladen. Ja. Ist der Stecker drin? Ich kenne Leute, die haben schon 20 Jahre einen Computer und dann kommen sie mit mir zu einem Problem und dann sage ich, hast du schon mal neu hochgefahren? Ja. Ich hab einen iPad-Besitzer, das ist kein Witz. Da habe ich gesagt, kann man das vielleicht mal neu hochfahren? Und dann sagt er, das hat er noch nie gemacht. Dann ist, wie lange hast du das Ding schon? Ja, es waren 18, 19 Monate. Ach, ist das süß. Ich wusste nicht, wo der Ausknopf ist. Ja, ach, das ist entzückend. Nein, aber das sagt, ich will jetzt nicht Werbung für iPads machen, aber das sagt natürlich eine Menge. Ich habe jetzt eine Verwandte von uns hat, der Bildschirm ist schwarz gewesen. Hm. Und sie behauptet, der Akku ist, hast du aufgeladen? So die üblichen dummen Fragen. Mhm. Und der Bildschirm war schwarz, aber das Ding schien irgendwie nicht tot zu sein. Das wissen wir nicht. Mhm. Und das kann vorkommen, dass das abstürzt und gibt einfach, es sieht aus wie ausgeschaltet, es ist aber abgestürzt und ist schwarz. Aber so wie nochmal abgestürzt. Ja. Weil es ist noch was am Gange. Und dann muss man irgendwie alle drei Tasten gleichzeitig drücken. Das wusste ich jetzt nicht, weil ich kein iPad habe. Ich muss um 1 Uhr ins nächste Gespräch. Nein, es ist nur, und wie gesagt, deswegen, da bin ich jetzt dabei geblieben einfach. Das ist der Grund. Ich habe aber ein Parallels drauf und kann auch Windows. Mhm. Jetzt ist es sehr ärgerlich, weil Apple jetzt ARM oder ARM-Chips hat, neue, eigene. Mhm. Und die sind mit dem Windows nicht kompatibel. Microsoft ist nicht in der Lage, so Windows 11 einfach normal für Mac-Users zu verkaufen. Oh, okay. Und seit 2 Jahren nicht. Also, und jetzt stockt alles. Ich habe so eine Experimentierversion drauf, aber es ist sehr unerfreulich. Also warum die Firmen sich nicht mal einigen, weiß ich nicht. Ja. Ich habe um 1 Uhr gleich den nächsten Termin. Das war wieder also ein Feuerwerk und es macht so viel Spaß. Wenn Sie Lust haben, können wir da von mir aus was Regelmäßiges draus machen. Weil die Zuschauer, die sind auch echt begeistert davon, ne, was die so miteinander veranstalten. Wir hatten mal so einen Podcast, der ist auch preisgekrönt sogar worden. Wir haben aber nur Platz 2, ich weiß nicht mehr, oder 6. Weiß ich nicht mehr. Robert Kindermann hat das gemacht. Mhm. Die Welt fragt, Gunter Dück antwortet. Also da könnte man eben die Welt fragt und Gitta und Gunter sagen was dazu. Dass die Leute, der hat eine Website damals gemacht, also die Welt fragt. Und da durften sich die Leute Themen wünschen. Das ist auch ganz schön. Das ist eine schöne Idee, ja. Also ich bin da sofort mit bei. Also es geht mir echt so, ich denke an den nächsten Termin mit Gunter Dück und ich fange an zu grinsen. Ja? Ich muss immer reden halten. Kannst du was dazu sagen? Ich kann fast zu allem was sagen, weil ich 18 Jahre die Kolumne im Informatikspektrum geschrieben habe. Ah, ja. Ganz ernsthaft, so Umfang 10 Buchseiten und da musste ich wirklich vor, also nicht einfach Quark erzählen, so eine Kolumne wie jetzt so im Internet, sondern ordentlich was schreiben. Und da sind, ich habe nach 18 Jahren aufgegeben, weil ich gefühlt über alles geschrieben habe. Ja. Deswegen kann ich zu ziemlich vielen was sagen. Außer Security. Also ich soll jetzt eine Rede, das habe ich jetzt gesagt, das mache ich nicht. Also von diesen Sachen, so Hacker und so, da verstehe ich das. Und weil ich auf der innovativen Seite bin, also die Hacker kommen ja später. Aber es ist relativ selten. Also meistens kann ich ein bisschen was dazu sagen, wenn sich einer ein Thema wünscht. Ja, dann machen wir das doch. Ja, der Raum ist, hier ist der Gunter Dück und mit seinen ganzen Sachen und da ist die Gitta Pein. Ja, dann haben wir schon fast die ganze Welt. Ne? Ja, dann können wir das diskutieren. Sie wollen es ja wahrscheinlich randscharf haben und nicht mehr kernprägnant. Oder umgekehrt, ne? Ja. Ich hab lange darüber geschrieben in meinem Buch Omnisophie, wie meine Umwelt. Ja, ich habe das gut. Als Unterschied zwischen Aristoteles, der alles definiert, und Platon, der nichts definiert. Also, Sokrates diskutiert immer nur und da steht nicht drin, Freiheit ist das oder Tapferkeit, die ist meistens Tapferkeit, Gerechtigkeit, Besonnenheit und so weiter, diese Tugenden. Sie sagen nicht, was es eigentlich ist, aber Aristoteles gibt echte Antworten. Und ich bin halt heillos Platoniker in dem Sinne. Ja, dann haben wir ja hier eine schöne Kombo. Zusammen sind wir mindestens, Moment, jeder von uns hat 3 Hirne, es ergibt 6 und in der Symbiose kommen wir dann auf 9. Ne? Alles klar. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Ich hatte wieder viel Spaß. Haben Sie es gut?
Und wir machen den nächsten Termin dann per Twitter wieder, ne? Ja. Ich habe ja viele, ich bin Rentner, ich kann nicht mehr. Super, und ich habe Spaß dran, ich schaffe den Platz dafür. Machen Sie es gut, liebe Grüße an Ihre Familie, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.